Servus, grüßt euch und hallo, der DJ Nick heißt euch wieder ganz herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir bauen ein bisschen weiter an unserem Prisoner Architect und ganz kurz möchte ich nochmal darauf eingehen, bei zur letzten Sendung, was ich da gesagt habe über diese DLCs und ich habe noch lange darüber nachgedacht und habe auch eine, ja, etwas, naja, wie soll ich sagen, schon einen Daumen runter jetzt auch verteilt. Und mir macht es eigentlich wahnsinnig viel Spaß, das Spiel, aber ich habe mich jetzt tatsächlich dazu entschieden, weil man ja irgendwie auch nicht unbedingt Werbung machen will für so eine Spiele. Wir werden das jetzt natürlich schon fertig bauen, weil da habe ich wahnsinnig Lust drauf, dass wir das alles zusammenbauen. Und dann lassen wir es erst einmal. Also dann werde ich diese Season beenden und dann schauen wir erst einmal weiter, wie sich das alles so entwickelt, ob ich dann noch eine zweite Season mache mit irgendwelchen DLCs, die vielleicht über den Summer Sale oder sonst irgendwie rübergehen. Also das wird man dann sehen. Lasst euch doch da ein bisschen überraschen. Schaltet jetzt immer wieder mal rein, wenn ihr euch für Prison Architect interessiert. So, und mehr möchte ich jetzt immer drauf eingehen. Wir bauen trotzdem weiter, weil es wirklich viel Spaß macht. Und jetzt muss ich mal schauen. Ich habe ja diese Option. Es ist mir aufgefallen, es gibt ja diese Option, dass man hier praktisch, weil ich ja neulich so geschimpft habe, dass die da immer rumlaufen, gell, die ganzen Leute. Aber jetzt muss ich mal schauen. Eigentlich müsste man diesen Personalbereich, ja, das ist ja alles abgesperrt hier. Und er müsste eigentlich diesen Bereich, wenn ihr das sagt, nur für Personal, aber er macht dann alle Gänge. Und warum, verstehe ich nicht. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass das noch nicht hermetisch abgeriegelt ist. Und ich glaube, hier fehlt diese Tür. Jetzt muss ich mal ganz... Na, halt mal zurück. Machen wir das mal weg. Machen wir das mal weg. So, dann... Habe ich hier, wieso ist denn eigentlich hier der Zaun quer gebaut? Eieiei. So, den reißen wir mal weg. Ich hoffe, dass das jetzt alles recht zackig geht, Jungs. Machen wir kurz, ja, aber ich habe ein bisschen lauter gemacht, das. So, die räumen weiterhin die Zellen hier ein. Der Ranger ist mal wieder da. Den kennen wir mittlerweile auch schon, der Ranger und der Waterhouse. Na gut, wenn die Freiheit haben, mag ich die in der Freizeit haben, mag ich die jetzt natürlich nicht unbedingt kontrollieren. Kann jetzt einmal einer so. Achso, die Tür haben sie schon weggebaut. Ja, mei, da schimpfe ich noch, gell? Aber ist das Ding schon weggebaut. Ach Jungs, wo bleibt's denn ja, weil die vertrödeln die ganze Zeit im Moment mit dem, mit natürlich jetzt mit der Einrichtung. Kein Pfennig, Geld haben wir. Mich wundert ja sowieso, dass wir noch Plus haben. Aber das ändert sich natürlich bald, ihr Lieben. Das ändert sich natürlich bald. Aha, da brauchen wir noch Versorgung. Das bauen wir auch gleich mal. Da, da brauche ich ein Kabel hin. Haben denn alle Licht? Ja, das schaut nicht gut aus, gell, mit dem Licht. Dann würde ich sogar sagen, da ziehe ich sogar jetzt noch ein Stromkabel. So, dann muss es eigentlich reichen. So, das sollte eigentlich reichen. Gut. Jetzt endlich diesen Scheißzaun gebaut. Fix. Ich will wissen, ob wir das hermetisch abriegeln können. Weil da sind eigentlich überall und dann müsste man diesen Bereich eigentlich wirklich, also diesen abgeriegelten Bereich hier hinten für Personal machen. Und das wiederum würde dann bedeuten, dass die Idioten da nicht immer da hinten rumlaufen. Das will ich nämlich nicht. Aber ja, da, weil da gehen ja die alle da durch, als wenn es nichts war. Hallo. Ah, und Gras bauen. Aha, da kommt schon mal einer mit einer Tür. Endlich.
Und dann Zaun baut er auch gleich, ja, Gott sei Dank. So, da, jetzt ist das so. Jetzt bin ich nochmal gespannt. Müsste der eigentlich, jawohl, durch die Türke, Personal, sehr schön. Und jetzt nochmal auf Einsatz. Ja, sehr gut, das hat echt geklappt, super. Also das muss tatsächlich hermetisch abgeriegelt sein, dann geht's aber auch. So, und auch eigentlich das hier ist nur für Personal. Hat überhaupt gar keiner rum zum Rennen. Da müssen sie hin. Das ist auch nur für Personal. Das auch. Das sowieso. Ja, hätten wir eigentlich früher drauf kommen können. Okay, sonst alles andere dürfen sie nutzen. Das ist eh nicht so viel. Wunderbar. Sehr schön. Hätte ich eigentlich eher Trottinger können. Gell? Alles klar. Das Gefängnis hat nur 131 auf den Gott. Ja, ich weiß. Okay, aber zumindest zeigt er das im Schmuggel nicht mehr an. Wie viel Uhr ist denn? 7? Dann ist jetzt eh bald Schluss. Können wir mal schneller laufen lassen. Die LKWs stehen auf alle Fälle da wie die Wahnsinnigen. Ja, das ist auch nichts hier mit der Tür. Da gibt es eigentlich eine, ich mache mal ganz kurz Pause, eine Doppelgefängnis, eine, ja, ich suche, was suchen wir denn? Eigentlich brauchen wir da gar kein Gefängnis, da brauchen wir einen Zaun, aber es gibt keinen Doppelzaun, gell? Zauntorwache, da gibt es nicht, okay, dann... ja, wahrscheinlich nur mit einem DLC. Entschuldigung, das muss jetzt einfach sein. Da lasst halt einmal einer die Leute da durch. Das ist ja voll. Dann reißen wir diesen, den wir auch abreißen. So. Dann bauen wir hier, ja, dann bauen wir halt zwei Personal. Sodala. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Haben wir da jetzt also Personaltore. Wunderbar. Das ist besser. Wer bist du? Lehrer. Achso, ja, der Lehrer muss schauen, dass noch einer reinlässt. Beziehungsweise Personal bedeutet ja auch, ja gut, der Volllaufer, wenn es nicht. Noch haben wir ja da oben auch noch. Ganz so einfach ist ja nicht. Jetzt schaue ich nochmal schnell. Sekunde. Ja, jetzt gefällt mir das. Ja, ja, super. Jetzt schaut es schon noch was anders aus. So, das können wir auch nochmal unter Personal setzen. Dann sollten die Burschen eben nicht mehr da draußen irgendwo in der Wegschicht umeinander laufen. Es sei denn natürlich, sie wollen sich tatsächlich irgendwas Geschmuggeltes holen. So, da, und jetzt ist Nacht, oder? Jetzt lassen wir mal schneller laufen. Türservos sind teuer. Und ich habe keine Ahnung, ob man die überhaupt jemals brauchen. Was wir aber brauchen, ich schaue mal schnell. Irgendwo kann man sich auch, das weiß ich jetzt leider nicht mehr wo, die Verbindungen anzeigen lassen. Na, tut mir leid, jetzt weiß ich leider nicht mehr, wo irgendwo geht es, dass er einnimmt. Das habe ich neulich erst noch gehabt.
Qualität, nein, nein, nein. Ach, das müsste doch eigentlich bei. Patrouillen, nein, sorry. Finde ich jetzt gerade nicht, alles klar. Ich denke, wir werden noch einen Tür für die Kameras, werden wir noch einen bauen, den bauen wir auch. Und zwar Überwachungsmonitor, der kostet 2000er. Anfangskante, das ist ja völliger Schmarrn. Für was soll ich denn ein Türkontrollsystem einbauen, wenn die Türen sowieso alle gleichzeitig aufgingen? Macht für mich jetzt gerade gar keinen Sinn, aber natürlich der Überwachungsmonitor, die wir uns nicht leisten können. Okay, gut, dann ist es leider so. Und jetzt muss ich mal schauen, Planung. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Seid ihr jetzt eigentlich? Das konnte ich so schlecht erkennen. Ist denn jetzt alles gebaut oder geht der Rahmen dann weg? Schaut mal wieder auf langsamer, dass uns nichts passiert. Nicht, dass irgendjemand ärgert. Duscht sind alle besetzt. Sehr schön. Okay, wenn da noch so viele LKW stehen, alles klar, heißt es für mich eigentlich, ist es noch lange nicht fertig. Da muss man so ein bisschen gedulden. Versorgung. Ah ja, da brauchen wir noch die, muss man noch die Rohre bauen. Haben wir wieder wenigstens wieder ein bisschen Geld. So. Also gut, lassen wir die Jungs mal weiterbauen. Das dauert alles ein bisschen. Und da währenddessen kommt wieder ein neuer Gefangener und wir haben eben auch schon wieder ein bisschen Geld. Wunderbar. Aber nur tun. Doch, wir können. Halt, Moment. Wir könnten jetzt, können wir den. Genau, das machen wir jetzt auch. Überwachungsmonitor. Können wir noch einen her? So, da. Wie schaut es eigentlich mit unseren Wachen aus? 49 Wachen. 7 sind verfügbar. Okay. Naja, das ist schon ein guter Schnitt. Ich würde sagen, ganz einfach, dass es mal rund ist. Wenig Kapital. Na gut, dann stellt man halt nicht ein. Und schauen uns einfach mal das Gewusel ein bisschen an, bis wieder Geld kommt. Wir können einmal schauen, also auch das mit diesen Kursen, das ist schon wirklich enttäuschend. Grundlagenausbildung, Verhaltenstherapie, alle Räume nur für Personal. Verhaltenstherapie ist wo? Vom Psychologen im Büro, im Büro des Psychologen, okay. Dann müssen wir, nein, dann müssen wir das wegmachen. So, und das auch, damit die da durchgehen können. So, da la. Jetzt müsste es eigentlich keine Ausstattung.
Nee, das so. Ah, da muss er sofort zum Psychologen. Okay. Schülersitze. Echt, der braucht. Okay. Der braucht wirklich ein Sofa. Okay, dann schauen wir mal. Schülersitze, das weiß ich nicht genau, was Schülersitze bedeutet. Ist es diese Schülerbank? Sessel, da müssen wir schauen. Stuhl, gelb, Drehstuhl. Jeder Teilnehmer benötigt Ledersofa. Ja, aber da muss ja der Psychologe ein richtig großes Büro haben. Macht nichts, stellen wir mal eins her. Dann kann wenigstens einer das machen. Der hätte echt ein größeres Gebro gebraucht, gell? Okay. Das habe ich noch nicht bedacht und noch ist mir noch nicht aufgefallen. Also suchen wir nochmal diesen, verstehe ich mal noch nicht, diesen Schülersitz. Wenn wir doch da in den Unterricht kommen müssen, der uns doch das anzeigen. Schultisch. Meint er das damit? Lass mir das mal laufen, das werden wir dann sehen. Bewährungsanhörung. Da sollte eigentlich einer stationiert sein, oder? Der ist nicht da. Aha, da kommt er. Okay. Also das mit den Programmen, ja, finde ich echt schade. Also die Allgemeinbildung macht keiner. Sorgen Sie dafür, dass 10 Häftlinge den Kurs Grundlagenbildung 4 interessiert, 5 beendet. 10 Häftlinge, warum 10%, weiß ich nicht, wenn 5 beendet haben, 4 interessiert. Ach, einer hat, es hat ihn nur einer bestanden. Ach du meine Güte. Naja gut, dann konnte es halt nur dauern, gell? Geistige Führung. Das ist, das machen wir auf alle Fälle noch. Das ist diese Geschichte. Das ist diese Geschichte mit diesem, mit dieser Kapelle. Und die kommt dann hierher. Das haben wir ja schon gesagt. Ja, es tut mir leid, im Moment können wir nicht so viel bauen, weil wir kein Geld haben. Aha, aber die Kameras sind jetzt mittlerweile gebaut anscheinend. Dann verbinden wir die mal. Ja, kommt der Egrot, sehr gut, trifft sich gut. Oh, das dauert aber lang. Dann mach mal Henne hier. Oh. Gut, dass wir da Wache brauchen, ist auch klar. So. 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 Gut. Und da habe ich, da fällt mir jetzt gerade was ein. Das mit dem Hof hier, das gefällt mir überhaupt nicht, weil da können ja die Leute Zeug rüberschmeißen. Das ist ja eben. Es ist vielleicht clever, wenn wir.
den Weg hier, also wenn wir die beiden Blöcke aneinander legen, dann können die aber Tunnels bauen. Das ist auch nicht gut. Könnten natürlich auch den Hof komplett abschaffen, dann gehen die alle in einen Hof. Das machen die automatisch. Wäre vielleicht die Idee, da müsste man zwar doch diesem Hof eine Tür verpassen, aber dann würden die alle, das gefällt mir nämlich viel, viel besser. Jetzt mal ab, das Ganze abzureißen, hier die Dinger. Bis der ADR ist, das können wir dann alles verkaufen. Und auch der Zaun wird abgerissen. Oder? Und hier bauen wir dann doch, das haben wir mal gehabt, da haben sie wieder weg, oder bauen wir doch. Eine große Gefängnistür gelb vom Hof. Und dann müssen die den Hof nutzen, beide. Es ist eher ein Riesenhof. Jetzt zum Beispiel ist Hofzeit. Müssen die alle noch innen durchgehen, das finde ich auch so ganz gut. Weiß auch nicht, warum sich die alle doch wahnsinnig langsam bewegen. Schaut es mit dem Strom aus? Ich sehe schon, da ist ein bisschen Problem. Ach, okay, alles klar. Die Servos müssen auch alle mit dem Strom verbunden sein. Ach du meine Güte, okay. Okay, ich lasse jetzt mal schneller laufen, dass wir hier noch ein paar Ergebnisse sehen. Da ist eh schon ein Zaun, gut. Da brauchen wir eine Personaltür, damit die da durchgehen. So, und hier auch. Da bauen wir jetzt einfach mal eine hin. Fertig. Es wird schon. Ja, ich habe mir das schon gedacht. Also man muss schon für diesen Zellenblock, der bringt uns später wahnsinnig viel Einnahmen. Da muss man einfach ein bisschen Geduld haben. Sehr gut, jetzt haben wir hier das Zauntor drin. Ja, und ich denke, dann können wir da auch eins neu bauen, damit sich die später. Das werde ich mal beobachten, vielleicht reiße ich die wieder ab, aber so. Dann können die später dann alle eben doch hier direkt in den Hof gehen und die müssen sich dann einen Hof teilen. So, lala. Und jetzt wollte ich nur noch mal schauen. Ja, das passt immer noch. Sehr gut. Wunderbar. Und dann muss auch, damit wir das hermetisch wieder abriegeln können, hier kommt auch ein Zaun jetzt her, weil den müssen wir dann nachher wegreißen.
und eine auch wieder eine Person, ein Personalzauntor. So, da. Naja, es wird schon. Es wird schon. Man muss Geduld haben. Es ist leider so ein großer Zellenblock, das dauert halt, gell? Wir könnten natürlich schon auf Vollgas schalten, aber das will ich irgendwie nicht, weil es macht ja auch Spaß, den Leuten immer wieder mal beim Wuseln zuzuschauen. Und bald wird auch mal wieder eine Razzia fällig. So sieht es. Aber im Moment muss ich sagen, also gerade hier niedrige Gefahr, alle führen sich eigentlich recht anständig auf. Aha, da haben wir schon wieder mal einen erwischt. Sag ich es noch, gell? Die Wäscherei ist unter Umständen zu klein. Okay. Verstehe. Wäschekörbe können nicht entleert werden. Heißt es jetzt, dass da zu viel arbeiten? Dann lassen wir da nur vier arbeiten. Fertig. Könnten wir das ändern? Wir brauchen also eine größere Wäscherei. Das ist ja blöd. Wir könnten das natürlich so umbauen, aber das jetzt alles umzubauen, eine zweite Wäscherei macht ja auch nicht größer. Dann braucht man eventuell ja eine neue Wäscherei. Da muss man noch was überlegen. Und genau das machen wir beim nächsten Mal. Also, das werden wir uns merken, die Wäscherei ist tatsächlich zu klein für die ganzen Leute. Und es kommen ja jetzt dann noch mehr Leute. Da brauchen wir eine gescheite Wäscherei. Das bedeutet eigentlich, wir müssten das hier umbauen. Dass wir den Eingang, Durchgang hier oben machen und hier die Wäscherei dementsprechend vergrößern. Das wäre natürlich schon, ist natürlich jetzt bautechnisch nicht schön, aber zweckmäßig. Wobei mir das nicht so gut gefällt. Was ist denn da jetzt eigentlich los? Ist da jetzt eigentlich alles fertig? Immer noch nicht. Oder? Naja, das werden wir beim nächsten Mal rausfinden. Also, der Zellenblock C steht kurz vor der Eröffnung. Es wird spannend und das machen wir auf alle Fälle noch fertig. Über die DLCs will ich nicht mehr viel für verlieren. Ich sage trotzdem wieder herzlichen Dank fürs Zuschauen. Es macht immer wieder Spaß, weiter zum Wuseln und Mikromanagement und es kommen immer wieder neue Aufgaben, wie jetzt zum Beispiel eben eine größere Wäscherei. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Werden wir schon lösen. Danke fürs Zuschauen, sagt der DJ Nick. Schaut das nächste Mal wieder ein. Freut mich. Bis zum nächsten Mal. Servus. Pfiat euch.